Wir grüßen euch wieder herzlich aus Uganda mit einem wunderbaren Shalom, Shalom. Und ihr habt schon gemerkt, wir möchten jetzt über die Prinzipien des Reiches Gottes sprechen. Denn ich bin zutiefst überzeugt und ich bin nicht die Einzige, dass jetzt das Zeitalter anfängt, wo Gott sein Reich auf dieser Welt bauen möchte. Im Vaterunser beten wir ja schon Jahrtausende lang. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und wir haben alle, ich hoffe, begriffen, dass es nicht um seinen Willen ging, sondern um unseren Willen. In vielen Situationen. Und da hat Gott uns die radikale Bremse gezogen, um uns wieder zur Besinnung zu bringen, was das Wesentliche ist. Und so möchte ich heute über etwas sprechen, was wahrscheinlich jeden, der mir zuhört, betreffen wird. Es geht um Vergebung. Es geht um Versöhnung. Da möchte ich jetzt lesen aus dem Matthäusevangelium 18, mit Vers 21. Da fragte Petrus: Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er mir Unrecht tut? Ja, er fragt, aber er bringt gleichzeitig die Antwort. Wisst ihr, religiöse Menschen fragen und geben aber gleich die Antwort. Bis ist siebenmal denn nicht genug? Nein, antwortete Jesus, nicht nur siebenmal, sondern 70 mal siebenmal. So, wenn man 70 mal sieben ist, 490 mal. Ihr Lieben, es geht nicht darum, dass wir zählen, wie oft wir vergeben. Es soll ein Lebensstil werden. Es soll eine Lebenseinstellung werden. Auch Gott zählt nicht, wie oft er dir vergeben soll. Er hat alles schon bezahlt. Und weil wir die totale Vergebung schon empfangen haben, durch den Tod Jesu Christi, er hat gesagt, es ist vollbracht. Wenn er eine Sünde nicht bezahlt hätte, hätte er nicht vom Toten auferstehen können. Aber er hat für alle Sünden dieser Welt bezahlt, was uns keinen Freibrief gibt zu sündigen, sondern im Gegenteil, wisst ihr, wir haben die Freiheit zu sündigen, aber wenn du Jesus liebst und du erkennst, was er schon getan hat für dich, dann wirst du nicht mehr sündigen wollen. Dann geht's weiter, Vers 23. Man kann die neue Welt Gottes mit einem König vergleichen, der mit seinen Verwaltern abrechnen wollte. Zu ihnen gehörte ein Mann, der ihm einen Millionenbetrag schuldete. Was aber bestimmt an Dollar oder Euro. Millionen, mehrere Millionen. Aber er konnte diese Schuld nicht bezahlen. Deshalb wollte der König ihn, seine Frau und seine Kinder und seinen gesamten Besitz verkaufen lassen, um wenigstens einen Teil seines Geldes zu bekommen. Doch der Mann fiel vor dem König nieder und flehte ihn an. Also es schaut nach einer sehr demütigen Haltung an. Ja? Er hat sich am Boden geworfen und flehte den König an. Und sagt einmal, was er gefleht hat. Herr, hab noch etwas Geduld mit mir. Ich will ja alles bezahlen. Er war unfähig, diese Schuld zurückzuzahlen. Er hat noch gar nicht erkannt, wie verschuldet er war. Und ihr Lieben, bevor wir nicht erkennen, dass wir vor Gott absolut bankrott sind, in einem Zustand, den wir nie in unserer eigenen Kraft richtigstellen können, werden wir nicht durchbrechen in einen Lebensstil der Vergebung, zuerst einmal der Vergebung annehmen und dann die Vergebung weitergeben. Doch der Mann fiel vor dem König nieder und flehte ihn an. Herr, hab noch etwas Geduld. Ich will ja alles bezahlen. Das ist noch keine Bankrotterklärung vor Gott. Da hatte der König Mitleid. Er gab ihn frei und erließ ihm seine Schulden. So, der Knabe lag am Boden und wollte nur etwas mehr Zeit. Hat der gehört, was der König gesagt hat? Der König sagt, er erließ ihm seine Schulden. Der hat nur gehört, was er hören wollte. Er wollte hören, mehr Zeit. Ich krieg noch Zeit, ich habe noch Aufschub. Schauen wir mal, sein weiteres Verhalten beweist, dass er nicht gehört hat, was der König gesagt hat. Kaum war der Mann frei, ging er zu einem der anderen Verwalter, der ihm einen kleinen Betrag schuldete, packte ihn, würgte ihn und schrie: Bezahle jetzt endlich deine Schulden. Wenn er erkannt hätte, dass er ohne Schulden ist, hätte er das nicht mehr gemacht. Und ihr lieben Menschen, die noch nie die Vergebung Gottes empfangen haben, die sind sehr unangenehm in unserer Umgebung. Von denen fühlt man sich immer gewürgt.
Da fiel der andere hin, nieder und bettelte, hab noch etwas Geduld, ich will ja alles bezahlen. Der hat eine kleine Schuld gehabt, eine kleine, die hätte er auch bezahlen können. Aber der Verwalter wollte nicht warten und ließ ihn ins Gefängnis werfen, bis er alles bezahlt hatte. Also er hat keine Gnade geübt, obwohl er alle Gnade schon bekommen hat. Als nun die anderen sahen, was sich da ereignete, waren sie empört und berichteten es dem König. Wisst ihr, wenn wir in der Nichtvergebung leben, dann werden andere für uns eintreten und uns beim König verklagen. Da ließ der König den Verwalter zu sich kommen und sagte, was bist du doch für ein hartherziger Mensch. Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich darum gebeten hast. Hättest du nicht auch mit meinem anderen Verwalter Erbarmen haben können, so wie ich mit dir? Also das ist wirklich ein Wort, ich glaube, das wird einige von euch aufwecken. Ihr Lieben, wir haben kein Recht mehr, anderen nicht zu vergeben, weil Jesus alles uns vergeben hat. Alles. Es ist vollbracht. Es gibt keine andere Religion in der Welt, die so einen Gnadenvorschuss uns gibt. Und er nannte ihn einen Mann mit einem hartherzigen Mensch. Das erste Mal, als er diese große Schuld hatte, hat er ihn gar nichts genannt. Es war keine Verurteilung, keine Verachtung. Aber jetzt, weil er die Gnade nicht angenommen hat und den anderen sogar zwingen wollte, indem er ihn ins Gefängnis geworfen hat, hat er ihn hartherziger Mensch genannt. Zornig. Hättest du da nicht auch mit meinem anderen Verwalter Erbarmen haben können, so wie ich mit dir? Zornig übergab er ihn den Folterknechten. Sie sollten ihn erst dann wieder freilassen, wenn er alle seine Schulden zurückgezahlt hätte. Ihr Lieben, wir können es uns nicht leisten, nicht zu vergeben. Ihr werdet sehen, was dann die nächsten Verse heißen. Auf die gleiche Art wird mein Vater im Himmel euch behandeln, wenn ihr euch weigert, eurem Bruder wirklich zu vergeben. In Übersetzungen heißt es, von Herzen zu vergeben. Ihr Lieben, Vergebung, Jesus ist gekommen, um uns zu versöhnen. Mit uns selbst, mit dem Vater, miteinander. Und das ist eines der schönsten Prinzipien im Reich Gottes, das so viel freisetzt an Liebe, an Heilung. Und wenn wir nicht vergeben, ihr Lieben, dann tut der Vater mit uns das Gleiche. Wir kommen zu den Folterknechten. Was sind die Folterknechte für uns? Solche Leute können nicht mehr schlafen. Ein gutes Gewissen ist ein gutes Ruhekissen. Wenn du ein schlechtes Gewissen hast, hast du kein gutes Ruhekissen. Leute können nicht mehr schlafen. Sie nehmen ab. Sie fürchten sich dauernd. Sie haben immer Angst, wer an der Türe noch klopfen könnte. Sie sind nicht im Frieden mit sich selbst, mit Gott und mit den anderen. Und ihr Lieben, Gott möchte, dass wir harmonisch leben. Er möchte, dass es uns so gut geht, wie es unserer Seele gut geht. Und er möchte, dass wir, wie sein Sohn, wisst ihr, das größte Beispiel ist Jesus Christus, der am Kreuz, selbst noch denen, die ihn gekreuzigt haben, gesagt hat, Vater, vergib ihnen, denn die wissen nicht, was sie tun. Und wisst ihr, einige Male habe ich schon in meinem Leben sagen müssen, Herr, vergib diesen Menschen, die wissen nicht, was sie tun. Ich möchte euch jetzt noch ein Beispiel erzählen aus meinem Leben. Und zwar war das in Amerika, ich war da in einem christlichen Dienst, der Mann, der Leiter war sehr evangelistisch, also er wollte nur Menschen ins Reich Gottes bringen, er war ein Evangelist, aber er hat sehr wenig am Hut gehabt mit Beziehungen, zwischenmenschlichen Beziehungen. Und immer wieder musste ich hinter ihm hergehen und alle Beziehungen wieder in Ordnung bringen. Und dann ging mir das so auf den Wecker,
dass der Kerl sich als Christ bezeichnet, aber mit Versöhnung, Vergebung, mit menschlichem Verständnis hat er verflixt wenig am Hut gehabt. Und eines Tages habe ich gesagt, Herr, ich brauche einen Urlaub, ich halte es da nicht mehr aus. Bin ich auf Urlaub gegangen, 14 Tage. Nach 4, 5 Tagen habe ich gesagt, Herr, der ist mitgefahren. Ich rede den ganzen Tag mit ihm, in der Nacht träume ich von ihm. Herr, das ist überhaupt kein Urlaub. Dann hat der Herr gesagt, so wie du ihn verachtest, hast du ihn eingesperrt in dein Herz und er sitzt jetzt im Kerker in deinem Herzen. Der musste mitfallen. Du hast ihn gezwungen, denn jeden Menschen, den du nicht vergibst, den sperrst du in deinem Herzen ein. Die trägst du die ganze Zeit mit. Mit denen redest du, die können dich anklagen und außerdem ist es eine offene Tür für den Feind, sogar Depression zu bringen, Minderwertigkeit, Ängste und vor allem Schlaflosigkeit. Gut, ich habe erkannt, dass ich nicht diesen Chef verurteilen und verachten soll, weil er ist mein Chef, ich soll für ihn beten. Und ich habe solche Buße getan. Und ihr Lieben, er ist abgereist. Nachdem ich ihm vergeben habe und auch um Vergebung, nämlich jetzt vor Gott, und auch ihn um Vergebung gebeten habe für meine Arroganz, für meinen Hochmut, ist der Knabe abgereist. Ich konnte nicht warten, bis ich wieder zurückkomme in diesen Dienst. Und mein erster Weg war zu ihm. Und er war auf Urlaub. Vielleicht hat er von mir Urlaub gebraucht. Auf jeden Fall war er nicht da. Aber der höchste Chef des Werkes kam zu mir und sagt, Maria, in deiner Abwesenheit haben wir uns jetzt entschlossen, dich in die höchste Etage dieses Werkes zu nehmen. Du hast dich sehr bewährt. Ich habe geglaubt, ich falle aus allen Wolken. Nie wäre diese Türe aufgegangen, wenn ich nicht in meinem Herzen in der Vergebung gelebt hätte. Ihr Lieben, Vergebung heilt dich, Vergebung, du hast keine Morgenschmerzen mehr, kein Bauchweh, dein Herz beruhigt sich und vor allem deine Gedanken sind im Frieden mit Gott, mit den Menschen, mit dir selbst. Vergebt allen, ihr Lieben, vergebt allen. Ich bitte euch, dass ihr eine Liste macht und sagt, Herr, wen möchte ich nicht, dass er heute zur Tür hereinkommt? Mit wem möchte ich nicht verglichen werden? Mit wem möchte ich absolut nicht im Himmel sein? Ihr Lieben, bringt sie zu Gott. Was ich mache mit solchen Menschen, ich bringe sie vor das Kreuz Jesu. Und ich bringe meine Schuld, wisst ihr, oft denken wir, wir haben ein Recht, nicht zu vergeben, weil unsere Rechte nicht beachtet wurden. Ihr Lieben, es geht nicht um Rechte, es geht um Vergebung. Und dann bringe ich diese Menschen, bringe ihre Schuld ans Kreuz und dann bringe ich meine Reaktion darauf ans Kreuz. Und dann spreche ich ihnen Frieden zu, Vergebung zu. Und ich empfange meine Vergebung, meinen Frieden. Und ich entlasse sie in die liebenden Hände Gottes. Ihr Lieben, betet und vergebt auch euren Feinden. Denn dann kommt Heilung, dann kommt Befreiung, dann kommt Frieden, den die Welt nicht geben kann und nicht nehmen kann. Riskiere es, allen Menschen zu vergeben. Ich muss noch eine ganz besondere Geschichte erzählen. In Amerika kam eine Frau zu mir, das war eine Musikerfamilie und der Vater, ja, keiner wusste das, waren 7, 8 Kinder, alle waren Musikanten und die kam zu mir und sagt, ich hasse meinen Vater. Sag ich, wieso denn das? Sagt sie, der hat mich und meine Schwestern alle vergewaltigt und wir müssen dauernd lächeln auf der Bühne. Wenn er mich noch einmal anrührt, hat er das Messer im Bauch. Sag ich, du, das, da lebst du aber gefährlich. Habe ich gesagt, vergib ihm doch. Sagt sie, Maria, der Hass gibt mir die Kraft, ihm zu widerstehen. Ich muss ihn hassen, dass ich ihm widerstehen kann. Wenn ich dem vergib, nachher bin ich lebenslänglich sein Sklave. Dann habe ich gesagt, okay, wenn du das brauchst, dann bleib dabei. Aber du wirst sehen, es gibt noch eine größere Kraft als den Hass. Und das ist die Liebe. Ich habe sie einige Jahre danach getroffen und sie sagt zu mir, Maria, du hast recht gehabt. Nachdem ich meinem Vater vergeben habe, es war kein Jahr, hat er Krebs entwickelt. Und ich bin Krankenschwester und er hat mich gebeten, dass ich ihn pflege. So, das war jetzt meine Prüfung. Und der Herr hat gesagt, pflege ihn. Und in diesen Tagen der Pflege hat er plötzlich zu reden begonnen und ich auch.
Und wir haben uns gegenseitig ausgetauscht, was die größten Schmerzen waren. Und er hat um Vergebung gebeten und ich habe ihm vergeben. Und heute sage ich dir, mein Vater ist gestorben, nachdem ich ihn mit ganzem Herzen lieben konnte. Weil diese ganze Sache bei Gott abgeladen wurde. Und er hat Vergebung bekommen und ich habe totalen Frieden bekommen. Und mein Hass ist weg und die Liebe ist stärker. Also, Shalom, Shalom, Shalom.